Hey Leute, ich bin Smack Maverick. Ja, heute gebe ich euch mal einen sogenannten Quick-Tipp, wie ihr eure Brille schonend und mühelos schnell von Fett befreit und sauber macht. Ja, wenn ihr die Brille hier ins Licht haltet, seht ihr, dass die ist extrem fettig und das kann man ganz einfach und ganz schnell sauber machen. Dazu haltet ihr die Brille einfach unter warmes Wasser. So, und dann kommt ganz normaler Spüli oder Spülmittel zum Einsatz. Das nehmt ihr hier zwischen eure beiden Finger, zwischen Daumen und Zeigefinger. Und dann putzt ihr damit eure Brillengläser. Das Ganze ist nämlich sehr schonend und fettlösend. So, am Ende wieder abspülen. Und wenn ihr das Ganze dann abgespült habt, tupft ihr die Brille nur noch trocken mit einem Taschentuch. In dem Fall habe ich hier ein Kosmetiktuch genommen. Und wichtig ist natürlich, dass das hier nicht irgendwie mit irgendeinem Balsam behandelt ist oder so, sondern die sollten schon neutral sein, diese Tücher. Und dann seid ihr auch schon fertig. Ja, wie ihr seht, ist die Brille hier wieder richtig schön sauber geworden. Ihr seht also, es ist wirklich sehr einfach, seine Brille zu reinigen. Ihr braucht da keine teuren Reinigungsmittel oder, was habe ich neulich im Handel gesehen, irgendwelche Ultraschallreinigungsgeräte. Das braucht man nicht, das geht so wirklich sehr einfach. Sollte euer Brillenglas ein bisschen zerkratzt sein, dann empfehle ich euch dieses Video. Ansonsten könnt ihr mich kostenfrei abonnieren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich sage bis zum nächsten Mal, euer Mac Peverick.